in den nächsten Tagen bei Ihnen eintreffen. Und dann begrüßen wir ganz herzlich die Vertreter des Regionalschulamtes hier aus Leipzig, die anwesend sind. Einige habe ich eben schon gesehen, ich habe noch gar nicht alle gesehen, die hier im Lande sind. Also seien Sie ganz herzlich willkommen hier bei uns an der Schule. Ganz besonders freuen wir uns auch Sie, den Superintendenten der Evangelischen Landeskirche, Herrn Vollbach, unter uns begrüßen zu können. Ebenso herzlich heißen wir Propst Vierhock und all die anderen weiteren Vertreter beider Kirchen, die hier sind, um mit uns hier zu feiern, ganz, ganz herzlich willkommen. Sehr, sehr herzlich seien die willkommen, die Schule und Hock auf den Weg gebracht haben und auch noch weiter begleiten. Herr Pfarrer Schulze, Frau Rutkowski, Frau Urban, Herr Ordinariatsrat Lenzen und Herr Professor Wilhelm muss dort irgendwo im Gedränge stehen und Herr Gundermann als jetziger Vorsitzender unseres Schulvereins. Dann möchten wir heute all jene ganz herzlich begrüßen, die für diese beiden Gebäude, diese beiden neuen Gebäude, überhaupt verantwortlich sind. Das sind zunächst die beiden Architekten, Herr Friebe für das Schulgebäude und Frau Baumann für das Hortgebäude. Und Frau Haustein darf auch nicht vergessen werden, die Projektsteuerin, ohne die vieles überhaupt nicht so geklappt hätte. Aber noch nicht, noch nicht. Aber alle Vertreter der Firmen, die hier wirklich Tag, manchmal ziemlich lang in die Nacht hinein gewirkt haben und zum Schluss auch am Wochenende, damit alles so schön wird, wie es jetzt ist. Danke, dass auch Sie gekommen sind und mit uns feiern wollen. Fast zum Schluss, aber das ist bei einer solchen Festveranstaltung nun einmal so. Seien herzlich die begrüßt, ohne die wir Schule und Hort gar nicht machen könnten. Ein herzliches Willkommen allen Schülern und Eltern, den Kolleginnen und Kollegen von Schulen und Hort, die sich im ganzen Haus verteilt finden und dieses Fest und vieles andere mit vorbereitet und getragen haben. In diesem Zusammenhang begrüßen wir auch alle Vertreter anderer Schulen und Kindertageseinrichtungen ganz herzlich und alle Gäste, die jetzt nicht namentlich genannt worden sind. Zum Schluss lasse ich es mir nicht nehmen, ganz besonders herzlich unseren heutigen Festredner zu begrüßen, Herrn Peter Ortling, den Leiter der bischöflichen Maria Montessori Gesamtschule in Krefeld. Und da wissen vielleicht einige schon, warum ich mich besonders freue, dass er heute hier ist. Ich komme von da. Herzlich willkommen. Und bevor wir uns seinem Vortrag widmen, sind zunächst die Schüler eingeladen. Wir sehen also einen ersten Sketch. Ich werde versuchen, diese immer einzuleiten.
Die erste Sache und der erste Wunsch vielen von uns, die jetzt hier am Bau gearbeitet haben, einen Umzug gemacht haben oder in irgendeiner Weise viel arbeiten konnten, sind geschafft und sind kurz davor zu sagen, ach, ich müsste einmal zum Arzt gehen. Und wir haben also auch jetzt schon so die erste Ration hier in der Schule. Und ich würde Sie bitten, einfach mal mit einzutreten in die Praxis des Dr. Koch und bei einem Patientengespräch mit dabei zu sein. Gregor Koch aus der Klasse 8b und Sigo Unterauer werden uns also jetzt mal zeigen, wie es denn heutzutage in einer Arztpraxis abläuft. Guten Tag. Guten Tag. Was haben Sie denn? Ich habe meine Stimme verloren. Und wo? Das weiß ich nicht. Sie können überhaupt nichts mehr sagen? Kein einziges Wort. Das ist ungünstig. Ja, ja, schon wegen der Verständigung. Selbst der Kopf einer kleinen Leberwurst ist ein großes Problem. Aber wirklich schlimm ist es erst einmal, seitdem ich nichts mehr hören kann. Sie hören nichts mehr? Nichts. Kein einziges Wort. Das ist ungünstig. Wissen Sie, Herr Doktor, man könnte sich natürlich auch mit der Zeichensprache beschäftigen. Aber wo ist die Grund? Ich kann meine Arme nicht mehr bewegen. Das ist ungünstig. Ja, ja, andererseits kommt die Zeichensprache für mich sowieso nicht in Frage. Und warum? Ich kann meine Gesprächspartner nicht mehr sehen. Sie sehen nichts mehr? Nichts. Da können Sie mit Ihren Handeln vorführen, wie Sie wollen. Das ist ungünstig. Ah! Nanu, was war das denn? Ach, das war nur Herr Stengel, ein notorischer Simulant. Maria Montessori Gesamtschule in Krefeld. Wir sind dankbar und auch ein ganz klein wenig stolz, dass wir einen Impuls zu dieser Schule geben durften und dass dieser Anstoß auf fruchtbarem Boden gefallen ist und eine so beeindruckende Gestalt angenommen hat. Wir sind Partnerschulen, verbunden durch gemeinsame Ziele, aber auch herausgefordert durch gemeinsame Probleme und Fragen. Ich möchte das darstellen am Thema Montessori nach Pisa. In den letzten Monaten wurde viel über Pisa und Pisa-E gesprochen und geschrieben. Nachdem sich nun die erste Aufregung gelegt hat, besteht die Gefahr, dass alles seinen gewohnten Gang weitergeht, vielleicht mit kleinen Korrekturen im bestehenden System. Als wenn die Ergebnisse nicht erschreckend genug gewesen wären. Im internationalen Vergleich mit 25 Staaten belegten die deutschen Schülerinnen und Schüler bei der Basiskompetenz Lesen Platz 21, in der Mathematik die Plätze 20 bis 22, in den Naturwissenschaften die Plätze 19 bis 23.
Geradezu grotesk mutet jetzt der Streit unter den deutschen Bundesländern an, wer aufgrund der Ergänzungsuntersuchung PISA E etwas weniger schlecht absteigt als die anderen Bundesländer. Es kann doch nicht unser Ziel sein, von Platz 21 auf Platz 17 zu kommen, sondern wir müssen doch Maßnahmen an der Spitzengruppe. Und dabei fallen beachtliche Unterschiede auf. Im Gegensatz zu fast allen anderen Staaten selektiert das deutsche Schulsystem die Schüler nach der 4. bzw. der 6. Klasse in 4 Leistungsgruppen, die dann den Schulformen Gymnasium, Realschule, Hauptschule und Sonderschule zugeordnet werden. Grundlage für diese frühe Ausgliederung von Schülern ist die Überzeugung, dass bestmögliche Förderung von Kindern und Jugendlichen am besten gleichschrittig in möglichst leistungshomogenen Lerngruppen erfolgt. Diese Auffassung hält sich hartnäckig in unseren Köpfen, obwohl die Lernpsychologie dies zweifelsfrei als falsch erkannt hat. Gleichschrittiges Lernen erreicht immer nur das Mittelfeld einer Klasse, grenzt also sowohl die sehr leistungsstarken Schüler als auch die schwächeren Schüler aus. Wer so ausgegrenzt wird, reagiert mit Langeweile und Stören oder mit Versagensängsten. Die schlimmste Konsequenz aber ist die weit verbreitete Ablehnung der Schule und des schulischen Lernens. In unserer Gesellschaft ist es mehr oder weniger Konsens, dass Lernen mühselig sei, weshalb die Schüler auch mit allen Tricks und Mitteln versuchen, dieser Mühsal zu entkommen. Heinrich Spörs Feuerzangenbowle lässt grüßen. Deshalb scheint es notwendig zu sein, den Schülern unter Zwang, Leistungskonkurrenz und Abstrafungen durch schlechte Noten den Lernstoff zu vermitteln. Die Folgen sind fatal. Viele schwächere Schüler resignieren und versagen, während clevere Schüler sehr einfallsreich immer neue Möglichkeiten des Schulens entwickeln. Schulisch optimal gefördert scheinen unter diesen Voraussetzungen möglicherweise nur die Schüler in einem mittleren bis guten Leistungspotenzial. Aber kann und darf darauf eine Gesellschaft ihr Schulsystem ausrichten? Maria Montessori ging bei der Entwicklung ihrer Pädagogik einen anderen Weg. Vielleicht lag es am geschulten Blick der Ärztin, dass sie davon ausging, dass Menschen individuell sehr verschieden sind. Aber eines ist allen Kindern nach ihrer Überzeugung gemeinsam. Sie sind neugierig und wollen lernen, genauso wie sie wachsen wollen. Durch genaue Beobachtung erforschte Maria Montessori, wie die Umgebung vorbereitet sein muss, damit die Kinder und Jugendlichen selbst lernen können. Denn Lernen ist ein individueller Vorgang, den der Lehrer nicht stellvertretend für den Schüler erfüllen kann. Als geeignete Unterrichtsform für dieses individuelle Lernen kennen Montessori-Einrichtungen die Freiarbeit, bei der die Schüler selbst entscheiden können über Lerngegenstand, Lerntempo und Lernpartner. Sie vertiefen sich in Unterrichtsinhalte und erarbeiten diese nach ihrem individuellen Lern- und Leistungsvermögen. So kann jeder Schüler für sich sein angemessenes Lernergebnis erreichen. Es leuchtet ein, dass hier eine Homogenität der Lerngruppe gar nicht gewünscht wird, sondern dass heterogene Lerngruppen hier sehr anregend wirken. Der Lehrer ist Lernbegleiter, er ist Lernförderer, er ist Anreger und Helfer. Er protokolliert die Lerntätigkeiten der Schüler und reflektiert diese mit ihnen und deren Eltern. In der Freiarbeit hat der Lehrer die Möglichkeit, sich dem einzelnen Schüler zuzuwenden und ihn zu ermutigen. Der Schüler wird nicht an den Leistungen der Mitschüler gemessen, sondern an seinen eigenen Möglichkeiten. Es ergeben sich viele Möglichkeiten des gegenseitigen Helfens. Wie wichtig Lernklima und Schüler-Lehrer-Beziehung für den Lernerfolg sind, hat uns PISA ausdrücklich in Erinnerung gerufen. Und auch gestern ging es wieder bei dem Bericht der OECD über das deutsche Schulsystem über die Medienkanäle, dass gerade das Lernklima in unserem Land im Vergleich zu anderen Ländern Europas nicht so günstig sein. Sie werden Verständnis haben für meine Freude, dass die PISA-Studie wesentliche Grundsätze der Montessori-Pädagogik bestätigt hat. Aber
Freude bedeutet nicht Überheblichkeit oder Arroganz. Jeder von uns beobachtet täglich den schnellen Wandel von Lebensbedingungen und technischen Möglichkeiten. Manchmal wird einem geradezu schwindelig und man sucht nach Halt und Orientierung. Es fallen einem oft dann wieder nur die alten Stützen an, an denen man sich festklammern möchte. Aber das wird für mich immer deutlicher, dass wir uns in einer Umbruchssituation befinden, wo sich viele Dinge ankündigen, die wir noch gar nicht genau beschreiben können und die deswegen an die Schule ungeahnte Herausforderungen stellen. Uns wird immer deutlicher bewusst, dass wir in einer werdenden, sich entwickelnden Welt befinden. Wir können nicht Maß nehmen an dem, was heute ist. Oskar Negt weist darauf in seinem Buche Kindheit und Schule in einer Welt der Umbrüche hin, mit folgendem Zitat: Wer das Bildungssystem im Hinblick auf den Arbeitsmarkt reformiert, auf die Qualifikationen, die heute erforderlich sind, wird scheitern, da sich das Erwerbssystem, wenn diese Qualifikationen ihre schöpferische Kraft entfalten, geändert haben wird. Sie liegen dann brach. Ende des Zitats. Selbst so elementare Techniken wie das Lesen ändern sich. Schon heute wird von den Nutzern des Internets nicht linear, sondern vernetzt gelesen. Wie machen wir Kinder und Jugendliche in der Schule damit vertraut? Auch die Schule muss lernfähig bleiben. Wichtig wird die Vermittlung von zukunftsweisenden Schlüsselqualifikationen, von denen Oskar Negt die folgenden fünf Fähigkeiten nennt. Umgang mit bedrohter und gebrochener Identität lernen. Gesellschaftliche Wirkungen von Technik begreifen und Unterscheidungsvermögen entwickeln. Sich Sensibilität für Enteignungsverfahren, für Recht und Unrecht, für Gleichheit und Ungleichheit aneignen. Den pfleglichen Umgang mit Menschen, mit der Natur und den Dingen lernen. Erinnerungs- und Utopiefähigkeit aufbauen. Auf den ersten Blick scheinen das Themen zu sein, die gar nichts mit der Arbeit einer kirchlichen Schule zu tun haben. Denn das Wort Religion tauchte an keiner Stelle auf. Aber doch haben alle fünf Lernziele zu tun, ganz elementar, mit dem Erziehungsziel unseres christlichen Glaubens.